Mitsubishi legt sein kleinstes Modell 2020 neu auf. Der Space Star gehört zu den sogenannten Budget Cars. Autos um 10.000 Euro, also die günstigste Variante, überhaupt ein eigenes Auto zu fahren. Wir schauen uns an, wie er sich fährt, wie die Platzverhältnisse sind und was er sonst noch zu bieten hat. Besonders ins Auge fällt die neu gestaltete Frontpartie des 3,85 Meter kurzen Stadtflitzers. Mit frischem Design und bewährten Dreizylindermotoren wollen die Japaner Marktanteile erobern. Denn die Konkurrenten, wie zum Beispiel Smart, bieten nur noch Elektroautos an, was die Absatzchancen für Verbrenner wie den Space Star verbessert. Mit einem Basispreis von rund 10.500 Euro in Deutschland ist die 80 PS-Variante ziemlich attraktiv für Käufer, die ein sehr günstiges Auto benötigen. Auf den ersten Metern fällt direkt auf, dass die Sitzposition recht hoch ist. Also man kann den Sitz nicht nach unten verstellen. Auf der anderen Seite hat es aber wieder den Vorteil, dass man ganz gute Sicht hat, große Außenspiegel und auch wenn man den Schulterblick macht, durch die sehr kleine C-Säule hinten eine sehr, sehr gute Rundumsicht. Neben den Sichtverhältnissen, die sicherheitsrelevant sind, muss die Qualität einem kritischen Blick standhalten. Hier im Innenraum fällt mir auf, dass er sehr, sehr ordentlich verarbeitet ist. Gerade hier in der Mitte haben wir ein bisschen Klavierlack, das sieht sehr hochwertig aus. Auch das Lenkrad fühlt sich richtig gut an. Ich finde es auch sehr übersichtlich hier mit den Knöpfen. Und auch hier an der Seite, die Haptik, das ist jetzt natürlich Hartplastik, aber das ist auf jeden Fall im Standard, also da ist er der Konkurrenz sogar einen Ticken voraus, würde ich sagen. An der Technik hat sich auch im Modelljahr 2020 nichts geändert. Motor und Fahrwerk sind zum Vorgänger identisch. Im Space Star werkelt ein 1,2 Liter Dreizylinder. Sein Drehmoment von 106 Newtonmeter liegt erst bei 4000 Umdrehungen an und das merkt man auch. Wenn wir den Motor uns anschauen, mal hochbeschleunigen, der braucht ein bisschen Drehzahl. Maximales Drehmoment liegt bei 4000 Touren an. Aber hier, um durch die Stadt zu fahren, ist er auf jeden Fall völlig ausreichend. Die 80 PS beschleunigen ihn in 12,6 Sekunden von 0 auf 100. Mit 180 km/h Topspeed kann er auch flott unterwegs sein. Vom Verbrauch her ist der Space Star mit 4,7 Litern angegeben. Die kann man auch erreichen, wenn man die Schaltanzeige beachtet und sehr, sehr früh hochschaltet. Allerdings haben wir jetzt hier einen Verbrauch von 5,6 Litern auf der Uhr stehen. Das liegt allerdings auch daran, dass ich das Auto natürlich mal austesten möchte und nicht gerade zimperlich fahre. Immerhin wollen wir einen realistischen Wert ermitteln. Doch in den Niederlanden herrschen strikte Geschwindigkeitslimits. Schneller als 120 km/h fährt man hier eigentlich nie. Ob beim Mitsubishi Space Star der Name Programm ist, muss er als nächstes beweisen. Wichtig bei so einem kleinen Fahrzeug sind natürlich die Platzverhältnisse. Deswegen schauen wir uns an, was hier im Kofferraum sich verbirgt. 235 Liter fasst er. Das ist gut für zwei ausgewachsene Koffer nach Handgepäcksmaß international genormt. Eine Arbeitstasche. Zum Shoppen war auch noch Platz und Zeit. Pralinen für die Liebste, Kaffee für die Schwiegereltern. Da ist eine Menge Platz auf jeden Fall drin. Wenn man ihn umklappt, sogar über 900 Liter. Ich finde, das ist schon mal ganz schön beachtlich. Ist natürlich noch interessant, wie können wir hier drin sitzen. Der Sitz ist eingestellt für mich. Der Vordersitz, jetzt bin ich hier 1,84 groß, habe immer noch echt gut Platz. Vom Kopf muss man ein bisschen aufpassen, aber überhaupt kein Problem. Der Beweis hier vorne natürlich. Hier vorne ist auch auf jeden Fall richtig viel Platz. Von daher bietet der Space Star schon ganz schön viel für sein Geld. Hier macht er seinem Namen also alle Ehre. Mein Fazit zum Space Star: Es macht richtig Spaß, dieses Auto zu fahren. Er ist jetzt nicht die Ausgeburt der Sportlichkeit, aber mit dem Dreizylinder, der hört sich kernig an, man kommt auch flott vorwärts. Was ich richtig gut finde, ist vor allem die Rundumsicht. Nachteil ist, dass man schon merkt, dass die technische Basis etwas in die Jahre gekommen ist. Aber ich finde, es ist ein richtig ehrliches Auto, man bekommt was für sein Geld geboten.
Wer den Space Star für unter 10.000 Euro kaufen möchte, der muss auf den 1-Liter Dreizylindermotor mit 70 PS warten. Der wird allerdings erst 2021 kommen.